Wir nutzen, wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, Einzel- und Gruppenchats. Wir machen aber auch Trainings und Webinare darüber. Das heißt, wenn wir ein neues Kassensystem einführen, was wir gemacht haben, dann veröffentlichen wir darüber auch Videos, Schulungsvideos, die jeder sehen kann. Wir haben unsere Arbeitssicherheitsdokumentation darüber laufen oder Mitteilungen vom Betriebsarzt oder solche Dinge, die sehr wichtig sind für uns alle, die die Organisation nach vorne bringen. Und das ist sehr hilfreich, weil wir genau ein Instrument haben, wo wir nachgucken können. Ja, also wir machen die App auf und da finden wir alle Dokumente, Streams, Kommunikationsmöglichkeiten. Das ist super.